Dieter Hoffmann, italienische Lyrik 1885 bis 1950. Ein Podcast von Literaturplanet. Die Utopie eines postparadiesischen Friedens. Elsa Morantes Gesang für den Kater Alvaro. Zwischen meinen Armen hast du, träges, feuriges Geschöpf, du, mein schimmernder Nichtsnutz, dir ein Nest gebaut. Im Mittag wie in tiefster Nacht bist du zu Hause, von der Taube dich zur Eule wandelnd, von den Gräbern dich wie Rauch gen Himmel schwingend. Wenn alles Licht erloschen ist, entzündest du die Kandelaber deiner leuchtenden Pupillen, du Wächter über meine Schläfrigkeit. Dann huschen flüchtige Fackeln durch den brüchigen Frieden der Nacht, ein Mosaik aus Tausenden von Tigeraugen, einander im kindlichen Rausche jagend. Dann ruhen die irrlichternden Lampen, deine samtäugigen Zwillinge, sie, die am Tag so stolz auf meinen Fensterbänken flackern. Und dabei war ich einst wie du, zwischen dem dunkel leuchtenden Laub, mitten unter dem ungläubigen Volk des Paradieses, lebten wir einst zusammen. Ein Exil war es für mich. Für dich aber, du spielerischer Pilger, ist es die Heimat geblieben, von der du eine Ahnung webst um meinen flüchtigen Erdengang. Während deine himmlischen Geschwister den morgendlichen Müßiggang genießen, sich in herzlosen Kriegen und Jagden ergehen, ruhst du im Schoß meiner Arme. Wie komme ich, mein Wilder, zu dieser Ehre? Deiner ewigen, unschuldigen Ungebundenheit entsprechen doch in meinem Schicksalstopf nur Tod, Gefangenschaft und Sünde. Draußen jagen deine galanten Brüder mit den melodiösen Namen todesmutig den Dornenkranz des Mondes und die berauschende Morgenkrone der Sonne. Du aber bescheidest weise dich mit meiner Liebe. Der Gesang für den Kater Alvaro findet sich am Schluss von Elsa Morantes erstem 1948 veröffentlichtem Roman Menzogna e Sortilegio, Lüge und Zauberei. Er versteht sich darin als eine Art Dank an den Kater, der die Erzählerin bei ihrer Schreibarbeit begleitet hat. In dem Gedicht spielt Morante, die eine große Katzenliebhaberin war und auch anderen Katzengedichte gewidmet hat, unverkennbar mit dem zwiespältigen Wesen von Katzen, ihrem Schwanken zwischen Schmusekätzchen und Raubtier. Dabei werden allerdings die zwei Seelen, die in der Katzenbrust wohnen, auf unterschiedliche Individuen aufgespalten. Während der Vertraute des lyrischen Ichs, der Kater Alvaro, offenbar ein reines Schmusekätzchen ist, leben dessen Artgenossen ihre mordlüsterne Wildheit ungehemmt aus. Dieser Kunstgriff ermöglicht es, die Vorstellung eines paradiesischen Urzustands ungebrochen darzustellen. Der Kater Alvaro ist damit mehr als eine normale Hauskatze. Er wird in dem Gedicht zum Sinnbild für einen die Grenzen der Kreaturen überschreitenden friedlichen Umgang miteinander. Der bewusst naive Ton des Gedichts verweist darauf, dass die Dichterin auch als Verfasserin von Erzählungen für Kinder in Erscheinung getreten ist. Der impliziten Verknüpfung mit kindlichen Empfindungsweisen kommt in dem Gedicht allerdings auch eine sinnunterstützende Funktion zu. So lässt sich der Verlust des Paradieses, den das lyrische Ich beklagt, auch auf den Verlust der Kindheit beziehen.
In dem Gedicht geht es indessen nicht um eine rückblickende Verklärung der Kindheit. Vielmehr erscheint die Kindheit hier als menschliche Entsprechung zum ambivalenten Wesen der Katzen. Auch Kinder leben ihre wilden Impulse oft ungefiltert aus und können dabei durchaus eine nicht unbeträchtliche Grausamkeit an den Tag legen. Da sie sich der Konsequenzen ihrer Handlungen aber noch nicht voll bewusst sind, leben sie, auch nach rechtlichen Maßstäben, in einem Zustand der Unschuld. Je älter sie werden, desto mehr nähern sie sich allerdings der Schwelle, jenseits derer aus unschuldiger Wildheit schuldbehaftetes Verhalten wird. Die von Elsa Morantes Gedicht entworfene Utopie besteht, aus dieser Perspektive betrachtet, nicht darin, in den paradiesischen Urzustand zurückzukehren. Vielmehr geht es gerade darum, dessen dunkle Seiten abzuschütteln und möglichst viel von seinen hellen Seiten in das Leben jenseits des Paradieses hinüber zu retten. Oder, ketzisch gesprochen, wir müssen den in uns allen lebenden Tiger zumindest so weit zähmen, dass er für uns und andere keine Gefahr mehr darstellt. Zum Schluss noch ein paar Worte zur Biografie von Elsa Morante. Die 1912 in Rom geborene und dort 1985 auch verstorbene Schriftstellerin ist vor allem für ihre zeitkritischen Romane bekannt. Mit ihrem Schriftstellerkollegen Alberto Moravia, mit dem sie 20 Jahre lang verheiratet war, war sie ein fester Bestandteil der italienischen Kunstszene der Nachkriegszeit. Über die Freundschaft zu Pier Paolo Pasolini war die Schriftstellerin auch in der Welt des Films aktiv. Sie schrieb Drehbücher, verfasste Filmkritiken, übernahm kleinere Rollen, wirkte als Regieassistentin an den Filmen mit und beteiligte sich an der Erarbeitung von Filmmusik. Auch ihre eigenen Romane wurden teilweise filmisch umgesetzt. Dafür eigneten sich ihre Werke auch deshalb, weil diese, wie die wichtigsten italienischen Filme der Nachkriegszeit, dem Stil des Neorealismus verpflichtet waren. Morante verband mit ihrem kritischen Realismus den Anspruch, den Eindruck des Auseinanderfallenden, Disparaten, das den modernen Menschen angesichts der Komplexität der Wirklichkeit überkommt, schreibend zu überwinden. So erklärte sie 1965 in einer berühmten Rede: Die Kunst ist das Gegenteil des Zerfalls. Der Existenzgrund der Kunst, ihre Rechtfertigung, die Ursache ihrer Präsenz und ihres Überlebens ist genau dies: den Zerfall des menschlichen Bewusstseins in seinem täglichen, ermüdenden und entfremdenden Umgang mit der Welt zu verhindern, ihm in dem unwirklichen, verbrauchten und fragmentarischen Durcheinander der äußeren Beziehungen immer wieder ein integrales Gesamtbild des Realen, mit einem Wort, die Realität, zurückzugeben. Als Tochter einer jüdischen Mutter musste Morante während der deutschen Besatzung Italiens kurzzeitig mit ihrem Gatten, dessen Vater ebenfalls jüdischer Abstammung war, untertauchen. Von dieser Erfahrung ist auch ihr erfolgreichster, 1974 erschienener Roman La Storia, die Geschichte, geprägt. Er handelt davon, wie eine Frau mit jüdischen Wurzeln zusammen mit ihren zwei Söhnen den Krieg im faschistischen Rom zu überleben versucht. 1986 verfilmte Luigi Comencini den Roman für das Fernsehen mit Claudia Cardinale in der Hauptrolle.